Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ich hoffe, das bringt was. von Baldur's Gate 2. Ich habe mal gerade noch mal hier nachgeschaut. Und zwar das mit den Todesfällen ist eine andere Städte gehen mir auf die Quest. Nerven. Wir sollten unseren Aufenthalt so kurz wie möglich gestalten. Und zwar müssen wir hier in die durch die Abwasserkanäle erreichen. Genau, da müssen wir halt runter zu den Abwasserkanälen. Ich glaube, ich will aber trotzdem erstmal zu den Hügeln, dass das auch mal abgeschlossen ist. Dann sollen wir hier mit Mr. Lloyd. Okay. Ich kümmere mich Sprechen. drum. Tun wir das mal. Lloyd Bridges. So, die wachende Festung war auch noch irgendwas. Mögel sind tatsächlich gerade nicht erreichbar. Das war, glaube ich, das von Nira. Gut, dann versuche ich mal hier einmal zum. Der Tod erwartet euch, aber nicht mich. Ihr sollt es in Erwägung ziehen. Ihr wisst selbst, dass es in eurem ureigenen Interesse liegt. Ich habe euch gesagt, dass ich kein Interesse daran habe, meine Gilde zu hintergehen. Ich glaube eure Lügen nicht. Ich habe die Berichte gehört. Schwache Geschichten, die einzig zu dem Zweck erzählen. Eigentlich zu dem Zweck erzählt, euch zu bleiben in einer sterbenden Organisation zu veranlassen. Warum fürchten Sie den Wettbewerb? Weil Sie schwach sind. Nein, wir haben ein paar Mitglieder verloren, aber ich habe gehört, dass viele nicht freiwillig gegangen sind. Unsinn. Sie waren schon immer so frei wie in ihren Entscheidungen wie ihr jetzt. Wie ihr jetzt. So. Der Schatten wäre tatsächlich uns feindlich gesinnt. Ist schon Ich geschehen. bin das Raubtier, das mitten unter euch lebt. So, wie ihr jetzt. Sagt, ist das nicht entscheidend besser? Wem wollt ihr jetzt folgen? Ja, ich weiß es. Ich sehe doch, wie der da hinten herumschleicht. Besser geht eure Wege. Es macht keinen Sinn, für solch banale Sachen sein Leben aufs Spiel zu setzen. Ja, ich kenne euch. Es ist euer Ende, wenn ihr zur gegebenen Zeit die Auswahl nicht besteht. Wir werden die stärkste aller Gilden sein und ihr werdet ihr dienen. Denkt an meine Worte. Okay. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Noch mehr Stress hier? Gebt mir aus den Augen, ich werde nichts zahlen. Ihr werdet zahlen, ganz sicher. Oder ihr kommt nicht mehr mit nur einem blauen Auge davon. War das deutlich? Das war deutlich genug, oder? Ihr wollt mich unter Druck setzen? Ich habe keine Zeit für sowas. Lasst mich in Ruhe. Ich werde euch nirgendwo hingehen lassen. Ihr bezahlt oder ich werde euch ungespitzt in den Boden rammen. Okay. Also kam jetzt doch hier ein bisschen mehr Stress, als ich eigentlich dachte. Aber wäre, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Ihr werdet nichts dergleichen tun. Lasst den Handler zufrieden. Wer seid ihr? Verschwindet, das geht euch hier gar nichts an. Doch, ich glaube, das geht mir schon etwas an. Lasst den Händler in Ruhe oder ihr zwingt mich dazu, euch weh zu tun. Was? Ihr braucht mir nicht zu drohen. Ich hatte nicht vor, ihm was anzutun. Ich wollte ihm nur etwas Angst einjagen. Die Wachen wird das nicht kümmern. Sie werden euch trotzdem einsperren. Die Menschen hier werden euch für das, was ihr getan habt, sogar tot sehen wollen. Wie? Nein, ich wollte nicht. Ach, ich will keinen Ärger. Verschwindet, Bandit.
Okay, hast du noch was dazu zu sagen? Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Ja, ich wusste, dass dieser Typ nur ein Angeber war, bei dem nichts dahinter steckte. Aber trotzdem danke, dass ich... danke ich euch für eure Hilfe. Wartet, ich kann euch vielleicht ein günstigeres Angebot machen. Bedenkt, ich würde das nicht für jeden tun. Cool. Du bist tatsächlich etwas günstiger, sehe ich gerade. Schön. Dann können wir dir vielleicht ein paar Pluskugeln kaufen. So. Plus Schilde und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, kannst du eine Lederrüstung wahrscheinlich auch nicht tragen, ne? Ja, ich glaube, plus 1 bringt uns hier auch nicht mehr allzu viel. Ja, aber ich werde da mal drauf zurückkommen. Ja? Vielen Dank. Da werden die Dings verkaufen können. Plus 1 Schleuder. Ja. Gut, jetzt aber mal. Ich bin dabei. So. Auf zu den Hügeln. Hütte, Nelek. Wenn es denn sein muss. Hey, Herr Bürgermeister, wann wird denn die Krise gelöst sein, hm? Ja, wir müssen wieder hüten gehen, müssen wir, bevor die Wölfe die ganze Herde auffressen. Beruhigt euch alle, bitte. Ich versichere euch, dass alles, was möglich ist, getan wird. Und was ist das? Jo, ihr habt gerade eine Gruppe dieser Abenteurer angeheuert, stimmt's? Wozu mal bis sind sie? Nun, sie sind auch nicht wieder zurück. Nein. Oh, wir werden dem Verderben anheimfallen. Dem Verderben. Wir müssen aus dem Dorf fliehen. Wir müssen fliehen, bevor noch mehr Leute verloren gehen. Jetzt beruhigt euch doch wieder. Komm, das ist keine Zeit für Panik. Bitte, hört auf meinen Mann. Wir suchen nach einer anderen Gruppe Abenteurer, die sich um dieses Problem kümmert. Ihr meint, wir müssen die Ogre und das böse Pack töten? Ja, seitdem diese Monsterhorden in die Gegend gekommen sind, haben wir nur Schwierigkeiten. Sie fressen Leute. Ja, das machen sie. Ihr seid beide bescheuert. Ganz sicher waren es die Wölfe, die sich in den Hügeln rumtreiben. Hungrig sind sie. Das sind keine Wölfe, Dummkopf. Das ist Uma selbst, die zurückgekehrt ist, um uns zu erschrecken und unsere Kinder zu rauben. Uma? Erzählt das alte Märchen doch nicht schon wieder. Könnt ihr nicht sehen, dass es die Ogre sind, ganz eindeutig? Leute, bitte, wir müssen erst einmal herausfinden, was der Waldläufer Mirella, unserer Protektorin, der Waldläuferin Mirella, unserer Protektorin, zugestoßen ist. Und dann den Grund für all diese Morde herausfinden. Bald werden mehr Abenteuer kommen. Und sie können nicht früh genug kommen. Jo, tut was, Bürgermeister. Oder wir müssen ins Städtle fliehen, um sicher zu sein. Ich versuche ja etwas zu unternehmen. Ich will nur... Verhaltet euch alle ruhig. Panik hilft uns jetzt nicht weiter. Ich werde jetzt in mein Haus zurückgehen. Geht alle heim, bitte. Gut. Dann geht mal alle heim. So. Dann guck mal, was du zu erzählen hast, Nelek. Ich habe nichts, was ihr brauchen könntet. Hä? Was wollt ihr, Fremder? Was geht denn eigentlich in diesem Dorf vor?
Ich werde euch sagen, was hier vorgeht. Die Wölfe, die sich die ganzen Jahre in den Hügeln herumgetrieben haben, die fallen jetzt über uns her. Seit Wochen schon stellen sie uns nach. Schleißen sie nachts ins Dorf und zerfetzen die Leute. Und in der nächsten Nacht verschwinden die Leichen. Für wahr, ein grauenvoller Anblick. Ich habe es auch schon gesehen. Diese Wölfe schauen mich aus der Ferne mit schlauen Augen an. Das ist die Wahrheit. Der Rest des Dorfes ist voller Narren. Diese Oger, ich habe sie gesehen und sie sind gar nicht so schlimm. Der ganze Schmarrn über Omar, das ist alles nur ein Haufen Unsinn. Und wurde nichts unternommen, um diese Wölfe zu jagen? Ja, der dumme Bürgermeister hat eine Halblingsdame und ihre Truppe angeheuert, die herausfinden sollte, was hier passiert. Sie sind noch nicht zurückgekommen. Ich schätze mal, die Wölfe haben sie zerrissen. Warum sollten die Wölfe denn einen Tag später zurückkommen und die Leichen mitnehmen? Hab absolut keine Ahnung. Aber es ist ja ganz sicher nichts Natürliches. Soweit ich sagen kann, verschwinden sie ganz einfach. Okay, und was wisst ihr über die Oger? Sie gehören zu der großen Rebellenarmee aus dem Süden von Arm. Wahrscheinlich die Satyre. Hab sie auf meinen Patrouillen gesehen. Es sieht nicht so aus, als ob sie was vorhätten. Sie werden mit einem riesigen Oger angeführt. Mardulf heißt er, glaube ich. Möchte in Ruhe gelassen werden. Die Tatsache, dass er spricht, anstatt zu töten, macht ihn zu einem relativ angenehmen Zeitgenossen. Mhm. Und was ist mit dieser Umar? Alles nur ein Riesenhaufen Dung. Wenn ihr was über Umar wissen wollt, dann redet in der Taverne mit Vincenzo. Er redet gerne über solchen Mist. Okay, dann schauen wir mal weiter. Dann nur die Fremder. Brauchen ihr ganz sicher nicht noch mehr Ärger. Ja. In Ordnung. So. Min-Min-Link. Na, guck mal. Ja, was wollt ihr denn genau? Wenn ihr etwas zu kaufen wünscht, dann sagt schnell. Ich habe nicht mehr viel Zeit für solche wie euch. Ah. Sicher, lasst mich sehen, was ihr habt. Gut, aber beruhigt nichts, solange ihr nicht vorhabt, es zu kaufen. Alles klar. Ah, du hast hier auf jeden Fall noch Bier. Könnte ich mir vorstellen, dass wir es noch brauchen. Na komm, wir können ja gerade mal die beiden verkaufen, obwohl es echt nichts mehr wert ist. So. Jetzt auch noch ein paar. Ist ja so ein bisschen billiger, kann das sein? Wir hätten noch einen Edelsteinbeutel. Ja, warum nicht? So. Ich glaube, der Rest. Hat erstmal nichts, was er groß loswerden könnte. Ja, doch, vielleicht einmal die Steinhaut. So. Genau. Die kann mal noch weg. Gut, identifizieren müssen wir gerade nichts. Hat sich ja schon mal gelohnt. In Ordnung. Sonst, wen haben wir sonst noch? Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Ich bin so weite Flächen nicht gewohnt. Tantchen ging niemals an Orte, wo es keine Teppiche gab. Ja, wir rasten danach. Ihr werdet in ganz Am garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich? Ah, das scheint wohl die Händler-Ecke zu sein. Okay. Ja, ich weiß einfach, dass eines Tages einer von diesen Ogern herunterkommen wird und mich abschlachtet, genau wie die anderen Dorfbewohner. Ich hab nie an so etwas gedacht, als ich Kaufmann wurde. Was wisst ihr denn über diese Morde? Oh, das ist furchtbar, nicht wahr? Links und rechts sterben Leute, man findet kaum noch einen Kunden. Und das ist auch in Ordnung, denn jetzt wird sowieso niemand mehr mein Lager aufstocken.
Jemand sollte etwas gegen diese Oger tun. Als sie kamen, hat das alles angefangen. Eine meiner Karawanen wurde einmal von Ogern angegriffen. Sie sind böse und brutal. Okay, dann darf ich mal sehen, was ihr auf Lager habt. Oh, ist mir rechts. Aber da ist nicht viel. Die Karawanen kommen einfach nicht durch, wenn sie nicht bewacht werden. Und das schmälert den Gewinn beträchtlich, nicht wahr? So, du hättest halt noch ein paar... Okay, du bist halt der Rüstungstyp. In Ordnung. Ah, alles klar. So. Das ist lustig, glaube ich, gebe den zweiten Mal an... Minsk ab. Quasi unser Packesel jetzt. Für das ganze Zeug, das wir vielleicht irgendwann mitnehmen können. Ah, sehr schön. Gut. Ansonsten, wohl, wir können vielleicht mal die anderen verkaufen. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Hallo, was kann ich an diesem wunderschönen Tag für euch tun? Wollt ihr ein Schmuckstück oder wünscht ihr Informationen? Gibt es denn hier irgendwas Interessantes in der Umgebung? Nun, wir haben ja eine kleine Intrige laufen. Obwohl das nichts ist, was eine Reisegesellschaft, die so bewaffnet ist, wie ihr interessieren dürfte. Tja, es sind ein paar Leute verschwunden. Der Verlust der Waldläuferin Mirella war beunruhigsten. Sie verschwand, als sie nach dem Verbleib der Erstperson, die verschwand, irgendein Bauern forschte. Ihre Hütte lag im Südwesten, wo ich mir nicht vorstellen kann, was ihr dort finden könntet. Kümmert mich auch herzlich wenig. Okay. Ihr werdet in ganz Am garantiert keine besseren Preise finden. Dann schau mal, du hast... Okay, Tränke und so weiter. Und ein paar Bücher. Dann hast du auch was zu verkaufen. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Ah, ich wünsche euch einen guten Tag, Wetter. Es ist schön, ausnahmsweise einmal ein neues Gesicht im Dorf zu sehen. Hier sind nicht viele Reisen durchgekommen, seit diese ganzen Morde angefangen haben. Es wäre mir eine Freude, wenn ich euch ein paar der Waren, die ich zum Verkauf anbiete, zeigen dürfte. Ich muss euch jedoch warnen, unsere Handelsgesellschaft hatte in letzter Zeit nicht viel Gelegenheit zu liefern und deshalb gibt es nur so wenig Waren. Gut, was könnt ihr mir denn über all diese Morde erzählen? Das ist vielleicht eine Geschichte. Allerdings, hört nicht auf das Geschwätz, das die Dorfbewohner euch vielleicht erzählen werden. Die werden euch glauben machen, dass eine 500 Jahre alte Hexe auf der Pirsch ist. Denn seht, in Wirklichkeit gibt es eine Rudel Wölfe, das sich die Gegend um unser Dorf ausgesucht hat und sich ab und an einen Menschen greift. Man kann noch nicht einmal viel herumreisen, außer man hat eine bewaffnete Wache dabei. Dadurch laufen die Geschäfte schlecht. Unsere Gesellschaft dachte, das wäre eine gute Sache, als wir vom Stadtrat die Exklusivrechte für Innestal bekamen. Jetzt verlieren wir dadurch nur Geld. Und warum gehen nicht einfach alle? Tja, einige Leute glauben immer noch, dass man das Problem lösen könnte. Ich habe gehört, dass der Bürgermeister eine Bande von Abenteurern angeworben haben soll, aber sie sind verschwunden. Keiner will mehr alleine reisen, aber wenn nicht bald was getan wird, könnte es sein, dass sie beschließen, alle gemeinsam zu gehen. Das ist eine Schande, denn ansonsten ist dieses ein wohlhabender Ort. Normalerweise laufen die Geschäfte gut. Okay, dann guck mal, was du hast. Jupp. Alles Mögliche, also. Aber auch nichts wirklich Interessantes. Alles klar. Gut. Dann schauen wir doch da drin mal weiter. Genau, andere hören, die waren ja auch. Trevor... Vincenzo. Gut. Was habt ihr denn eigentlich mal so zu erzählen? Gute Idee, das mir zu übertragen. Einen wunderschönen Tag, Freund.
Ah, ich erkenne euch gar nicht. Sollte ich? Seid ihr vielleicht Verwandtschaft, die gekommen ist, um mich nach Hause zu holen? Ja, genau genommen wollte ich euch fragen, ob ihr was über diese Tötung hier wisst. Ich weiß, dass für einen armen Sohn für mich nicht mehr ganz sicher ist, die auf der Straße zu knacken, so steht fest. Vincenzo hat mich bei sich aufgenommen, nicht wie er ist, damit ich nicht von der Uma-Hexe erwischt werde, ne? Also, ich selber weiß ja nicht, ob die Uma-Hexe wieder da ist. Ich habe nachts so schwere Umrisse gesehen, also schwarze Umrisse gesehen, wie lebende Schatten. Aber ich bin in der Stadt bekannt und Säufer, und mir hört keiner zu. Also, die Wahrheit ist, ich habe ganz schön Schiss, dieser Tage draußen zu pennen. Andererseits bin ich eh meistens hier, also hat sich nicht viel verändert, wa? Genau. Einen wunderschönen Tag, Freund. So, das kommt drauf an, wo ist denn euer Zuhause? Naja, eigentlich ist es Vincenzos Gasthaus. Eigentlich ist Vincenzos Gasthaus auch kein schlechteres Zuhause als jedes andere. Manchmal schlafe ich auch in der Scheune oder am Heuhaufen, manchmal auch im Wald. Aber in letzter Zeit mit all diesen Gemorden und so erlaubt mir Vincenzo auf seinem Dachboden zu schlafen. Nix, ist echt ein guter Mann, dieser Vincenzo. Ja, aber wenn das hier euer Zuhause ist, warum habt ihr mich dann gefragt, ob ich da hinbringen würde? Ich habe mich gefragt, ob ihr vielleicht Verwandtschaft seid. Wenn das hier nicht mein Heim wäre, mein Junge. Ihr denkt wohl, selbst ein Säufer sollte sich an seine Verwandtschaft erinnern. Was? Dieser hier nicht. Okay. Dann, ja, er trinkt auf einen auf mich. Sagt, Vincenzo soll das auf meine Rechnung setzen. Okay. Gut. Ander. Heutzutage kann man nicht mal 10 Schritte machen, ohne dass einen irgend so ein Penner anquasselt. Genau. Im Moment sind wir nicht gerade von Fremden angetan. Zu viele Dorfbewohner werden vermisst. Jawohl. Okay, das war's dann mit dir. Ach, in die seid gerade reingekommen. Dieses Land ist ja ganz schön. Aber ich wünschte mir, dass ich Bo die Ebenen von Rashemen zeigen könnte. Wie schön wäre es, wenn wir gemeinsam durch den Schnee tollen könnten. Wobei, Bo würde vermutlich ganz schön komisch in einem Schneehaufen aussehen, glaubt mir. Ihr seid von Rashemen? Wirklich? Ich dachte, dieses Land wäre nur eine Legende. Nein, es ist so echt wie Minsk, allerdings ein bisschen größer. Es liegt weit entfernt in der Richtung des Sonnenaufgangs. Ach, es ist lang her, seit ich von dort fortging. Warum reist ihr freiwillig so weit fort von eurer Heimat? Ich wurde aus meiner Heimat gerissen, ich hatte keine Wahl. Ich war auf meiner Dashema, einer Reise, um meine Männlichkeit zu erlangen. Nun, wir waren ein Paar, ich und meine Hexe. Ich sollte Dina hier beschützen und sie sicher wieder nach Hause bringen. Oh Bo, ich kann niemals nach Rashem zurückkehren. Ich habe mich als unwürdig erwiesen. Ich bin kein Mann und du bist kein Hamster. Wir sind verloren. Oh Jammer. Aber weint doch nicht. Ihr und Bo habt tapfer gekämpft. Ihr könnt erzählen, wie viele Feinde ihr besiegt habt und wie oft ich euch den Kopf verbinden musste. Dünner hier wäre stolz auf euch. Ihr wart gute Freunde, ihr und Peacemaker. Minsk möchte ich etwas fragen. Wollt ihr meine Hexe sein, Ari? Und ich sind nichts ohne eine Hexe. Wenn ihr mein Wächter sein wollt, Minsk, dann werde ich eure Hexe sein. Eure Dashema war nicht umsonst und Dünahirs Tod wird nicht ungesühnt bleiben. Mein Schwert, meine Seele, mein Hamster. Ich werde euch all dies widmen. Euch, Ari, meiner Hexe. Hörst du das Böses? Minsk hat eine neue Hexe. Wehe dir. Ach, wie cool. Sehr schön. Okay, wahrscheinlich kann man die beiden dann auch nicht mehr einzeln loswerden, aber das habe ich auch nicht vor. Gut, Vincenzo, erzähl doch noch ein bisschen was. Ich glaube, dann müssen wir eine Runde rasten, weil die alle ein bisschen müde seid. Ratten gab hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. Hallo und guten Tag, ich bin Vincenzo und ich biete euch alle Dienste meiner bescheidenen Wirtschaft an.
Es gibt eine Menge Sachen über euer Wirtshaus zu sagen, Winzer, aber als bescheiden würde ich es nicht gerade beschreiben, ne? Oh Junge, wenn du mich weiter Vince nennst, werde ich dich übers Knie legen. Ich heiße Vincenzo. Das ist ein Haufen Unsinn. Ihr hört den Namen von einem sembianischen Händler und plötzlich fangt ihr an, auf vor ihm neben zu machen. Pfah. Beachtet den Jungen nicht. Er ist ein unwissender Herumtreiber, den ich aus Mitleid aufgenommen habe. Ein Einfallspinsel, der seinen Platz nicht kennt. Gibt es irgendwas, was ich für euch tun kann, werter Herr? Ja. Bisschen etwas über diesen Mord in dieser Gegend. Ah, Vincenzo kennt die Wahrheit. Meine Familie hat sehr lange in dieser Gegend gewohnt. Und die Geschichten von der Hexe Uma sind überliefert worden. Das sind sie. Ihr fangt doch nicht etwa wieder mit diesem Quatsch an, oder? Still, Junge. Vielleicht soll ich stattdessen dich der Hexe geben. Als ein Opfer, hä? Draußen auf der Türschwelle mit einem Strang Knoblauch um deinen Hals. Tja. Dachte ich mir, dass euch das Maul stopfen würde. Nun denn, werter Herr. Ich kann euch alles über diese Hexe Uma erzählen. Eine Geschichte, bei der ihr mit den Ohren schlackern würdet, wenn ihr sie werdet, wenn ihr sie hören wollt. Okay, redet. Weiter, ich habe genug Zeit. Na, wie ich schon sagte, meine Familie wohnt schon seit sehr langer Zeit in der Gegend. Wir waren bereits hier, als die Hexe vor über 700 Jahren Leiden über das Land brachte. Uma war eine böse Frau. Niemand sah sie je, außer wenn sie aus den Bergen kam, um irgendeine arme Seele zu stehlen. Schäfer, Babys, jeder, der nicht gerade aufpasste, konnte ihr Opfer werden. Sie folterte sie und konnte nachts ihre Schreie hören. Die Leute versuchten sie zu finden, aber nur die Leichen ihrer Opfer tauchten wieder auf. Verstümmelt und tot. Es wirkt nicht, warum sie nicht einfach getötet haben. Als sie nicht finden konnten, dummer Junge, hast du nicht zugehört? Davon abgesehen war sie eine mächtige Hexe, die für jeden Kampf mit einer Menge Magie gerüstet war. Das ist so eine merkwürdige Sache, werter Herr. Eines Tages verschwand Uma einfach. Vielleicht wurde sie ermordet, vielleicht aber auch nicht. Aber etwa alle 100 Jahre, sagt man, kehrt sie in die Berge zurück. Tja, da fängt eure Geschichte an, wirklich komisch zu werden. Ich warne dich, Junge, du bist schneller draußen, als du blinzeln kannst, wenn du so weitermachst. Wie ich schon sagte, etwa alle 100 Jahre kehrt sie zurück. Leute verschwinden und werden in den Bergen gefoltert. Nur manchmal findet man eine Leiche. Sobald Uma ihren Blutus gestillt hat, kehrt sie zurück, woher sie gekommen ist. Das ist genau wie bei den anderen Malen. Die Menschen vergessen so leicht. Ich sage euch, es ist eine Hexe. Hatte niemand versucht, diese Hexe zu finden? Nun, es gab da mal vor ein paar Jahren eine Gruppe von Magiern, die hierher kamen. Sie waren jung, Lehrlinge, nahm ich an. Zwei Burschen und ein junges Mädel. Sie waren von ihrem Meister geschickt worden, um die Hexe Uma zu erforschen. Oder so ähnlich haben sie es ausgedrückt. War wirklich eine nette Gruppe, aber offensichtlich... Es war offensichtlich, dass sie... nichts zu finden erwarteten. Ich erinnere mich an sie. Sie waren in Ordnung für Magier. Viel netter als dieser Kerl Jeremy. Er sollte lieber seinen Kopf nicht in einen vollen Eimer stecken und langsam bis... So, der sollte lieber seinen Kopf in einen vollen Eimer stecken und langsam bis 1000 zählen. Ja, das ist wahr. Die drei gingen die Berge und man hat sie nie wieder gesehen. Außer dem Tagebuch des Mädchens. Das habe ich selbst in den Wäldern gefunden. Weitere Opfer von Uma. Das war so klar wie das Tageslicht. Ihr könnt alles im Tagebuch des Mädchens nachlesen. Oh, meint ihr, ich könnte meinen Blick in das Tagebuch werfen? Das könnt ihr. Ein Freund von mir, der Schreiber ist, hat vor ein paar Monaten für mich ein, zwei Abschriften gemacht. Die könnt ihr dann haben, wenn ihr wollt. Ein, zwei Abschriften? Ihr habt ihr ein ganzes Lagerhaus voll mit Abschriften von diesem Tagebuch bei Nachengesicht. Ja, und wenn schon. Das ist eine mehr oder weniger gute Geschichte. Wird mich eines Tages stinkreich machen. Und wo wirst du dann sein, kleiner Schlammfresser? Ich wette, ihr habt dieses Tagebuch selber geschrieben. Mhm. Das habe ich nicht. Hier, werter Herr. Verwendet es, wie ihr es für richtig haltet. Aber nehmt euch vor der Hexe in Acht, wenn ihr in die Berge geht. Sie hat ihren Blutdurst noch nicht gestillt. Bei weitem nicht. Okay. Dankeschön.
So, scheint von einer jungen Magierin geschrieben zu sein, die gemeinsam mit zwei anderen jungen Magierlehrern in die Hügel aufbrach. Okay. Haben wir noch ein Tagebuch? Gut, dann werde ich mal noch eine Runde pennen. Ratten gab's hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. So. Ich habe nicht so viele Zimmer. All diese verängstigten Leute, die ins Dorf geflohen sind, haben fast das ganze Haus gefüllt. Es sind nur noch ein oder zwei Zimmer übrig. Ignoriert bitte nur die Ratten, während ihr schlaft. Still, Junge. Hier gibt's keine anderen schnickigen Nager außer dir. Nun wird er... gar nicht so schlecht. Gut, dann lass uns mal eine Runde pennen. Ah, Hilfe! Helft mir! Bitte! Okay. Was ist denn los mit euch, Ari? Bei den Göttern, ihr seid ja ganz schweiß gebadet. Was stimmt nicht mit euch? Ich hatte einen Traum. Es war der fürchterlichste Albtraum. Bitte setzt euch neben mich und leistet mir wenig Gesellschaft. Mein Innerstes ist in Aufruhr und in Panik. Sicher doch. Wovon habt ihr geträumt? Ich war wieder im Zirkus, kurz nachdem mein Besitzer zu der Ansicht gelangt war, dass meine Flügel zu krank waren. Ich lag schon seit Tagen schwitzend und im Delirium in meinem Käfig. Seine Männer kamen und zerrten mich aus dem Käfig und meine Flügel brannten so fürchterlich. Ich konnte kaum schreien, so schwach war ich. Und sie begannen, meine Flügel abzusägen, bearbeiteten sie mit rostigen Messern. Ich schrie und schrie, sie schnitten meine Flügel ab und dann nahmen sie Fackeln und versiegelten damit die Wunden. Ach, Peacemaker, ich... Ja... Ist schon in Ordnung, Harry. Das war vor langer Zeit. Beruhigt euch. Es hat sich so angefühlt, als ob ich wieder dort wäre. Ich kann immer noch spüren, wie die Flügel aus dem Rücken gerissen werden. Es tut mir leid, Peacemaker. Es ist schon so lange her und deswegen sollte ich eigentlich nicht mehr so innerlich zerrissen sein. Ich muss mich einfach in mein Schicksal ergeben. Kommt schon, wir setzen die Reise fort. Okay. Gut, dann können wir hier mal die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.